Poppy, zwei Spieltage sind gespielt. Der VfL grüßt von der Tabellenspitze. Wie ist denn deine Bewertung des Ligastarts? Ja, erstmal grundweg positiv. Wir sind mit 6 Punkten gestartet. Ja, haben es jetzt im letzten Spiel extrem spannend gemacht. Das hätte vielleicht nicht so sein müssen. Also war jetzt auch nicht so unser Plan. Aber ja, wir hatten schon das Selbstbewusstsein zu wissen, wir können haben die Möglichkeit in jeder Minute, sei es in der gefühlten ersten oder halt dann auch in der gefühlten letzten, ja, das Spiel für uns zu entscheiden. Da hat es Hoffenheim uns echt nicht einfach gemacht, aber ja, dass wir dran geblieben sind, dass wir den Willen hatten, die Mentalität hatten, da dran zu bleiben, das Spiel wirklich durchzudrücken, war extrem stark, fand ich, von uns. Und ich glaube auch extrem wichtig für uns, da ja, quasi zu Beginn der Saison schon wieder ein bisschen zu merken, zu spüren für uns als Mannschaft, okay, wir können in jeder Zeit ein Spiel verändern, gerade auch mit Auswechslungen und ein Spiel auch gewinnen. Und das war wichtig und gibt natürlich auch extrem viel Selbstbewusstsein. Was klappt deines Erachtens momentan schon ganz gut und was vielleicht noch ist ausbaufähig? Also ich finde, dass wir gerade nach vorne hin recht flexibel unterwegs sind, dass wir dann eine recht gute Spielfreude schon entwickelt haben oder generell auch haben, um uns ja kreative Torchancen oder Torszenen generell auch zu kreieren. Defensiv, finde ich, haben wir jetzt die ersten Spiele, also gerade wenn ich das Pokalspiel auch mit reinnehme, noch nicht so ganz ja, gut gestanden, was ich aber jetzt schon besser fand, also wo wir wieder besser so ein bisschen in die Defensivflow reingekommen sind. Da müssen wir definitiv noch mehr dranbleiben, dass wir da eine wirklich bessere, klare Kompaktheit haben über die kompletten 90 Minuten. Und ja, da sind wir aber dran und das ist uns vor allem als Mannschaft auch definitiv bewusst. Bevor wir auf Leverkusen blicken, lass uns vorausschauen, ganz kurz auf den kommenden Montag. UWCL-Auslosung. Zum einen hast du einen Wunschgegner für die Gruppenphase, hast du vielleicht ein Stadion, was du nochmal sehen willst, vielleicht in dem Rahmen. Und zum anderen, wie groß ist die Vorfreude, dass der dritte Wettbewerb dann auch im Oktober dann endlich losgeht? Erstmal bin ich extrem gespannt, wen wir da wirklich kassieren in der Gruppe. So direkt Wunsch in dem Sinne habe ich eigentlich nicht. Also ich muss jetzt irgendwie nicht ins Kalte, muss ich sagen. Das kann man sich gerne sparen. Ich würde tatsächlich, glaube ich, gerne mal nach Ajax Amsterdam. Das würde mir ganz gut gefallen. Aber im Großen und Ganzen habe ich da jetzt keine Wünsche. Okay, sind wir gespannt auf jeden Fall auf die Auslosung am kommenden Montag. Wenn man auf die Tabelle blickt, kommt jetzt ein Topspiel, Erster gegen Zweiter, beide 6 Punkte. Leverkusen zweimal mit einem 1:0 gestartet. Sind das so die Minimalistinnen der Liga, aber extrem erfolgreich momentan? Gut, wenn man die Ergebnisse sieht, würde ich sagen, ja. Ich finde, wenn man die Spiele sieht, dann hätten sie auch das ein oder andere Tor mehr machen können, müssen sogar vielleicht. Von daher wird das ein extrem spannendes Spiel, glaube ich, weil Leverkusen sich in den letzten Spielen wirklich viele Torchancen erspielt hat. Sie sind sehr griffig in den Zweikämpfen, haben echt gutes Pressing, spielen gut nach vorne. Ja, da müssen wir wirklich dann auch gewappnet sein, also gerade dann auch in unserem Defensivverhalten, dass wir gut stehen, dass wir im Optimalfall dann mit unserem doch hohen Pressing sie da gar nicht erst ins Spiel kommen lassen. Und bin sehr gespannt auf das Spiel. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass Leverkusen Fußball spielt, wie sie es jetzt in den Spielen auch getan haben und sich nicht nur hinten reinstellen. Vielen Dank und maximalen Erfolg. Danke.